Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks. Und ja, es schien noch etwas früh für mich gewesen zu sein, denn ich habe mal wieder verpeilt, den Aufnahmeknopf zu drücken. Erstes Gefecht heute mit dem T29 und es war sogar relativ gut. Also ich meine hier nur Mittelfeld, aber ich sag mal für meine Verhältnisse, ich habe 6 Schuss abgefeuert, 4-mal getroffen. Hab immerhin sogar ein bisschen Schaden machen können, hab Schaden abgewehrt und hatte sogar ein bisschen Support-Damage. Also es war ganz okay. 13.000 Gewinn. Und ja, wie gesagt, erster Kampf heute. Ja, ich habe nebenbei fleißig geredet, aber wenn man natürlich die gelbe Zahl oben in der Ecke hat und nicht die rote, dann ja, passiert da nicht so viel. Ich werde jetzt auf jeden Fall probieren, gleich weiterzumachen. Ich habe, glaube ich, die Statistik nicht zurückgesetzt. Doch, ich habe die Statistik zurückgesetzt. Sehr gut. Also, so sieht das Ganze dann für heute aus. Allenberg haben wir gespielt. Und ich habe nachher hinten in der Verteidigung gestanden. Wir waren, also, ich sag mal so, oben auf der Map. Und ich habe dann hinten schön in der Ecke gestanden, unsere Flagge verteidigt. Und das ging halt ganz gut, weil da ein Leo und ein Emil kamen, wie man ja gerade eben gesehen hat. Die habe ich dann ein paar Mal getroffen und habe da ein bisschen Schaden machen können. So, was ist mein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist, glaube ich, der große Motor. Ja, oder erstmal die Kanone. Das ist natürlich eine gute Frage. Oh, aber 15 Sekunden Nachladezeit, also 4,38 Schuss die Minute, ist irgendwas 15 oder 14, noch was Sekunden. Ah, das ist natürlich übel, ne? Da muss ich nochmal überlegen. Falls ihr das jetzt hört, ne, dann könnt ihr mir vielleicht ja auch den einen oder anderen Tipp geben. Ich weiß, mehr Durchschlag, mehr Schaden ist schon geil, aber das ist auch fast die Hälfte. Na, hier habe ich fast 8 Schuss die Minute, das ist fast das Doppelte. Und ich finde eigentlich, mit der Kanone kommt man eigentlich auch schon relativ gut durch bei den Panzern. Also freiforschen werde ich sie definitiv, aber ob ich sie dann auch einbauen soll, ich mache damit 1400 Schaden im Schnitt und hier 1800 Schaden im Schnitt oder fast 1900. Es ist schwierig. Beim Turm, der sieht geil aus, aber hat halt nur ein bisschen erhöhte Sichtweite. Ansonsten ist die Panzerung gleich. Wie viel Sichtweite sind das? 380? 350, okay. 30 Meter ist jetzt schon nicht so schlecht. Aber ich glaube fast, ich werde trotzdem erstmal auf den Motor sparen. Obwohl es sind auch nur 40 PS, ich weiß nicht. Also vielleicht habt ihr da ja einen Tipp für mich, was ich da möglichst clever einbauen kann. Auf was ich sparen sollte als nächstes. Und dann werde ich das mal, wenn die Tipps nicht zu weit auseinander gehen, wenn jetzt drei Leute sagen oder drei Leute abstimmen und sagen, einer sagt Turm, der andere Kanone, der andere Motor, bin ich natürlich nicht so viel weiter. Aber wenn jetzt irgendwie von drei Leuten sagen, zwei Motor oder zwei Turm, dann gehe ich da wohl erstmal drauf. Ich persönlich würde, glaube ich, erstmal den Motor jetzt nehmen, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin, weil ich finde, dass der T29 auch mit dem zweiten Motor noch relativ langsam unterwegs ist. Ich meine, klar, der ist jetzt eh nicht der schnellste Panzer, aber ja, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt, glaube ich, beim Motor das beste Gefühl. Aber wie gesagt, da könnt ihr ja gerne mal mit einstimmen und dann gucken wir mal. So, vom T29 zum T34. Hört sich. Ah, nein, 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 stopp, 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 stopp. Die Sachen sind nicht eingebaut. Oh, habe ich es noch geschafft? Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Kacke. Na gut. Hört sich ähnlich an, ist aber ein ganz anderer Panzer. Fuck. Und ich habe es gerade noch gesehen, aber leider ging das Gefecht zu schnell los. Wenn man das tatsächlich mal braucht, ne, dass das nicht ganz so schnell geht, dann passiert das nie. Und ab und zu wartet man dann halt echt mal so 10 Sekunden, 20 Sekunden. Bei World of Warships finde ich das übrigens noch ein bisschen akuter. Da hat man tatsächlich manchmal irgendwie so 40 Sekunden oder eine Minute, bis ein Gefecht losgeht. Da kann man immer noch richtig schön schnell Warteschlange verlassen oder wie auch immer das dann heißt, Gefecht verlassen drücken. Naja, gut. So, wir gucken mal. Wir haben ein Excelsior. Und was mache ich? Wo ist der Excelsior? Wo fährt er hin? Das ist so lustig, ne? Wir haben, wenn wir mal irgendwie gute Panzer dabei haben, stehen die AFK rum. Das ist unglaublich. So, ich fahre mal mit zu den Heavys rüber, weil ich mit dem T34 eigentlich gefühlt schon immer einen ganz guten Durchschlag habe.
mit 112 und ich habe ja auch sogar noch hier die Munition dabei, 189. Da wollen wir mal gucken. Wir fahren nicht ganz so weit nach vorne. Und ich werde auch ein Auge auf die Mitte haben. Und mal gucken, ob unser M3 da dann vielleicht später Hilfe braucht oder nicht. Aber erstmal jetzt hier. So, oh, komme ich da ran? Komme ich da ran? Zack. Oh, der hat nicht getroffen. Ihr glaubt es ja nicht. Oder er hat getroffen, aber als Abpraller. Na gut. Aber immerhin schon mal 84 Schaden gemacht. Ohne eigenen Schaden genommen zu haben. Das ist immer ganz nett. So, unser M4, der ist relativ mutig. So, der Excelsior fährt nach vorne, das ist gut. Oh, da kommt eine Ente. Aber selbst bei dem sollte das klappen. Na komm. Oh, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen drauf feuern. Er ist weggefahren, wahrscheinlich nach hinten. Spotte den doch nochmal, Mensch. Ah, unser M3 da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, um den. Na, der kann relativ fix drehen, ne? Aber ja, doch, gut. So, das ist alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Nichts gesagt. Irgendwie leckt das heute ein bisschen. Das hatte ich gestern ja auch schon. Ham, Freund der Sonne. Und Pam. Ja, das meine ich halt. Also der T-34 hat eine geile Kanone. Schießt relativ schnell, hat einen guten Durchschlag. Man ist oft auch Top-Tier. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich fahre hier erstmal runter. Nicht, dass mich da einer erwischt irgendwie. So, wir wollen jetzt wieder ein bisschen cleverer spielen. Nach der letzten Runde oder nach der letzten Folge World of Tanks, da war das ja alles so ein bisschen, deshalb habe ich sie auch so genannt, alles auf Null. Weil meine Pause da irgendwie ein bisschen lang war und da musste ich erstmal wieder ein bisschen Arcade-Action kriegen, sag ich mal. Also viel halt mit schnellen Panzern einfach nur rumfahren. Ein bisschen durch die Gegend tüdeln. Oh. Mal gucken, ob ich da auch durchkomme. Wo schieße ich denn da hin so? Vielleicht vorne auf diesen kleinen Schlitz? Naja, da müsste man nur noch treffen. Okay, da bringt mir das nix. Bringt mir das da was? Oh, da bringt mir das was. Sehr schön. Das ist gut. So, und wir fahren weiter. Was haben die noch? Su-18? Oh, diese Panzerabwehrkanone 40. Das ist ein Premium-Panzer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kenne mich ja bei Premium-Panzer nicht so gut aus. Aber ich glaube, das war einer. Oder ist einer. So, mal gucken. Können wir auf die Grille nochmal ein kleines Schüsschen absetzen? Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber trotzdem, gute Runde. Schaden war okay, finde ich. Also, ja. Hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ich sag mal, die Schüsse, die ich reingebracht habe, die haben eigentlich alle Schaden gemacht, was ich eigentlich prinzipiell schon ganz cool fand. Und auch wieder nur Mittelfeld. 10 Schuss, 7 Treffer, 5 Durchschläge. Okay, bei 5 Durchschlägen, was habe ich gemacht? 300 Schaden oder so? Schaden. Ja gut, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Dann ist das so 70, ein bisschen über 70. 72 oder sowas als. Nee, Quatsch, 380, 35, 30, über 76 Schaden. Pro Treffer, das ist ganz okay. Ja, na gut. War doch aber auf jeden Fall eine angenehme Runde. Also, ich habe überlebt, ich habe gewonnen und ich habe ein bisschen Schaden machen können, sogar ein bisschen Aufklärungsschaden machen können. Das fand ich schon ganz cool. So, ich mache jetzt eine kurze Pause, mache mir erstmal einen Kaffee und dann geht's demnächst weiter. Wahrscheinlich heute Nachmittag erst.
Ich weiß nicht genau, wann ich Zeit habe, weil gleich ja meine Tagespflegekinder kommen. Aber danach auf jeden Fall weiter. Bis dahin, bis später, macht's gut. Erstmal. So, ihr kleinen Mäuse, da sind wir wieder. Natürlich habe ich es gestern nicht mehr geschafft, noch weiter aufzunehmen, weil dann, wie es immer so ist, es kam was dazwischen. Und nun ja. Also ist heute quasi morgen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist ein weiterer Tag verstrichen, alles ist wieder auf Null gesetzt. Und ich hoffe mal, dass mein ja, Glück von gestern, es lief relativ gut, dass das jedenfalls annähernd so wird, wie es gestern war. Das wäre ganz schön. Ich hatte gestern eine Runde oder zwei Runden mit dem IKV hier. Und die waren echt gut. Und da konnte ich mir tatsächlich einmal die Ketten und sogar auch noch den Motor dazu holen. Das war schon sehr schick und dementsprechend fährt dieser Panzer jetzt noch ein klein bisschen besser als vorher. Bisschen schneller, bisschen wendiger. Und das gefällt mir schon mal relativ gut. Komme ich hier hoch, ohne dass ich. Ja. Sehr nett. So, jetzt müsste da nur noch einer kommen, den ich dann hier verarzten kann. Das wäre super. Aber aktuell sieht das noch nicht so aus. Wo fährt denn der KV-1 lang? Ich wette, wenn ich jetzt hier wegfahre, kommt da gleich einer. Ist ja immer so. Komme ich an den? Weiß ich nicht, ob ich rankomme. Der ist schon weg. So, an den komme ich auf jeden Fall nicht ran. Und mal gucken, was der KV-1 da sagt. Ja, natürlich treffe ich nicht. Und natürlich zielt er auch genau zu mir, ne? Als ob der so viel Zeit hat da. Ja, hat er, weil da kaum welche von uns sind, die ihn da irgendwie unter Druck setzen würden. Ah, den habe ich mir auch verdient, den Treffer. Das war blöd. Ah, das war relativ blöd. Naja, gut, was soll's. Was da los? Hab ja gesagt, ne? Ich fahre da weg und dann kommen sie da. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich den, was ist denn das, IKV 65-2. Da getroffen hätte, aber den T40 habe ich auf jeden Fall getroffen. Oh. 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 Schade, dass ich nachladen musste. Sehr ärgerlich. Das ist leider so das Manko an diesem Panzer hier. Der braucht echt lange zum Nachladen. Und, oh, wenn da jetzt die Jungs kommen. Warte mal, ich muss hier mal, glaube ich, ein bisschen meine Position wechseln, bevor ich hier gleich umzingelt werde. Oh shit. Die brechen auf der Seite hier durch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, aber nichtsdestotrotz. Ja, da kommt nämlich der KV-1. Vielleicht kann ich ihm jetzt einen Racheschuss verpassen. Das wäre ganz nett. Oh! Oh, riskiere ich das? Nee, ich warte noch einen Moment. Fahr mal einmal nach vorne, ein Stück, nur ein Stück. Freundchen. So. Oh, und sogar noch Schaden durch Aufklärung. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. So, und wenn der Kollege da jetzt gleich nochmal kommt, eigentlich sollte ich hier hinterm Busch erstmal safe stehen. Von da hat mich noch keiner gespottet. Na, und jetzt hat er Schiss da. Jetzt hat er Schiss. Kann ich aber auch verstehen, wenn hier so ein Monster-TD steht, der. Oh, da ist der Leopard. Und der fährt weiter, ne? Shit, 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 shit. Ah, ich kann da jetzt nicht langfahren, weil der KV-1 da steht. Das, oh, da kommen die nächsten schon. Ah, okay. Oh, die Su von hier hinten. Aber gut, bei 5 zu 14 war der vorletzte gerade, sehe ich. Da habe ich überhaupt nicht so drauf geachtet. An dem KV-1, den hätte ich dem noch einen verpassen können. Wäre weg gewesen.
Ah gut, hätte, hätte. Ja, da sind wir wieder beim alten leidigen Thema. Wo stehst du denn da? Lol. Dein Ernst? Ja, pass auf, pass auf. Da ist ein. Oh, die Su wartet nur darauf, dass der noch ein Stück nach vorne fährt. Coole Position aber. Und wie die Geier versuchen alle des Gegnerteams den letzten da noch zu erwischen. Ah, jetzt haben sie ihn. Oh. Naja. Aber eigentlich eine echt coole Position. Das Problem war halt nur, zwei waren schon am Cappen. Da stehst du dann nachher und ja, kannst eigentlich nichts mehr machen. Aber wenn du da vielleicht sogar zu zweit drin stehst, in dieser Häuserschlucht. Ich meine, ist natürlich echt total das Arschplay eigentlich, weil man überhaupt nichts reißt, wenn man da steht. Denn wenn das Gegnerteam generell versucht oder einen einfach ignoriert, dann stehst du dann und denkst dir so, ist ja jetzt auch irgendwie Kacke. Aber so konnte er in dem Moment sogar noch ein paar Treffer landen, glaube ich. Naja, was soll's. Meine wahnsinnige Prozentzahl hier, Winrate 18,2 beim IKV. Das ist echt unterirdisch. Aber irgendwie macht er mir trotzdem Spaß zu spielen, auch wenn ich hier fast jedes Mal auf die Mütze kriege. Aber wie gesagt, die beiden Sachen konnte ich mir schon holen. Und als nächstes wird es dann sicherlich diese Kanone hier geben. Da schieße ich schon mal. Boah, Wahnsinn. 5 Schuss, 5,41 Schuss. Das ist natürlich echt der Hammer. Ironie aus. Naja, gut. Aber die Kanone wird auf jeden Fall das nächste, was ich frei forsche. Und das mit dem Radio hier, ich sag mal Radio, wie heißt das noch? Funkgerät. Das kommt dann als übernächstes. Aber ich denke, die Kanone ist auf jeden Fall erstmal besser. Sie macht zwar ein klein bisschen weniger Schaden, da habe ich 320. 320, genau. So. Und hier habe ich dann nur 300. Aber dafür schieße ich ein bisschen schneller, habe mehr Durchschlag. Und sogar, ja, von 102 auf 120, das ist schon ganz gut. Und habe sogar eine bessere oder weniger Streuung und eine etwas bessere Zielerfassung. Also das muss auf jeden Fall das nächste sein, was ich mir dann hole. Ja, genau. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob das weitergeht, ob das diesmal hoffentlich ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. Bis gleich. So, ich wollte gerade sagen, ich erspare euch mal den Weg von H8 bis hier rüber. Aber das Problem ist, wir haben hier bisher nur den KV1, der hier rüber fährt. Und ich sage ihm mal, er soll mal lieber zurückfahren. Mal gucken, ob er drauf hört, ob er das schnallt, dass er da gleich alleine steht. Denn ich habe ja gelernt, man soll, auch wenn die Seite vielleicht schwach ist, aber nicht unbedingt sich in eine Position begeben, in der man relativ schnell umzingelt werden kann, wie auch immer. Und ich glaube, wenn der KV-1 da gleich alleine steht, die anderen haben zwei schwere Panzer. Und ich denke, da wird sicherlich auch noch der ein oder andere Matt mitkommen. Und ja, ich hoffe mal einfach, dass der jetzt nicht zu weit nach vorne fährt und dann trotzdem da ein bisschen aufhalten kann. Ich wollte mich nicht in die Mitte stellen, da wo die anderen stehen. Also da G7, G8, da in die Richtung. Weil ich mit der Kanone einfach, ja weiß nicht, da die in so einem hohen Bogen schießt. Selbst wenn ich da einen Panzer sehe, hat der irgendwie noch gefühlt 10 Minuten Zeit, um auszuweichen. Deshalb dachte ich mir, verkürze ich die Strecke auf meine eventuellen Gegner etwas. Und ja, guck einfach mal, ob das so klappen kann. Warte mal, ich kann sogar noch ein Stück nach hinten fahren. Hammergut. So. Mal bin ich doch nicht mehr ganz so offen hier. So, wollen wir mal gucken, ob die beiden Jungs da gleich irgendetwas öffnen. Oh, der KV1 kriegt schon mal. Nochmal. Oh. Okay, die Seite ist gleich down. Das ist schlecht. Das ist relativ schlecht für uns. Also ich werde mal gucken, wenn die da jetzt gleich irgendwas öffnen können, aufmachen können.
Werde ich mal gucken. Also wenn das mehr als drei Panzer sind, die da kommen, werde ich mich, glaube ich, schon mal ein bisschen zurückziehen. Der T-67 kann ja sicherlich im Moment länger stehen bleiben. Der ist schneller als ich. Hä? Da kommt gar keiner. Was ist da los? Doch jetzt. Okay. So, jetzt wäre es natürlich super, wenn einer mal hier so um die Ecke fahren würde. Oh, da ist er weg. Der KV-1 ist auch gleich weg. Und dann wird der T-67 da wohl auch nicht mehr so lange überleben. Aber ich werde versuchen, ihm noch ein klein bisschen zu supporten hier. Denn die T-67s. T-67s? Die Panzer des Typs T-67, die sind ja sehr, sehr wendig und haben ja auch eine super Schusskadenz. Der kann schon ein klein bisschen aufhalten und austeilen. So, und wenn der Kollege jetzt hier vielleicht doch nochmal. Nee. Meine Spotting Range ist natürlich auch echt für ein Moors, ne? Die können hier schon auf der freien Fläche sein und ich sehe sie noch nicht. Alter, willst du mich verarschen oder was? Bist du dumm? Penis? Entschuldigung. So, ich mache mich vom Acker hier. Wir haben keinen Spotter und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt. Oh. Oh, komme ich genau nicht ran, ne? Muss ich erst nochmal neu einzielen. Shit, Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Da stehe ich genau so, dass ich nicht rankomme. Unglaublich. So, wo fahre ich jetzt hin? Auf jeden Fall noch ein Stück zurück. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Guck mal, ob ich noch hier in die Büsche reinkomme. Oh, da stehen sie schon. Die Lumpen. Ihr alten Gammler. So, mal gucken. Oh, Baum umgefahren. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Nein, bleib stehen. Ich hab doch gerade eingezielt. Ah! Das war klar. So, komm, Stuck. Ein Stück nach vorne. Ein Stück nach vorne. Ahaha. Okay. Mal gucken. Bleibst du stehen? Ach, natürlich treffe ich nicht, ist klar. Oh, da ist auch noch der Hetzer. Nein! Naja, immerhin. Immerhin das nochmal. Ja, ich komme hier auch hoch, Freund. Wenn du da hochkommst. Ah, da steht noch der Typ T34. Ja. Okay. Ah, und daneben. So, an den Berg ranfahren. Oh, Amorek auch noch getroffen. Ja, sehr geil. Ja. Das hätte irgendwie, keine Ahnung, besser laufen können. Aber ich habe so das Gefühl, mit einigen Panzern soll man einfach nicht gewinnen. Oder nur jedes zehnte Spiel oder sowas. Keine Ahnung, also mir macht der Panzer immer noch Spaß, aber schon wieder haben wir auf den Sack gekriegt. Diesmal war es. Ja, ich sag mal sogar noch einigermaßen knapp. 9 zu 14 ist ja ein Ergebnis. Ja, damit kann man verlieren. Ah, guck mal, der T-67 hat auch einen Amorek. Also, hier. Nicht Amorek, sondern ihr wisst, was ich meine, ne? Also verdoppelte Nachladezeit.
Ammo-Rack ist ja eigentlich, wenn das Munitionslager explodiert und so. Aber keine Ahnung, wie das heißt dann. So. Naja, auf jeden Fall war das auch schon wieder Grütze. Mittelfeld. Immerhin ein bisschen Gewinn gemacht. 4 Schuss, ein Treffer. Ja, ich komme mit dieser Kanone nicht klar. Die, also wenn sie trifft, ist sie geil, aber ah, diese, wie heißen die Dinger noch? Howitzer-Kanonen oder? Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal irgendwann in der, oder in der letzten Folge. Ich glaube irgendwie. Naja, so. Es tut mir leid, Leute, dass das jetzt hier nicht gerade besser läuft. 16,7 jetzt nur noch, aber ich will ein, aller guten Dinge sind drei. Ich will das jetzt probieren, ich will das jetzt schaffen. Bis gleich. So, wollen wir doch mal gucken. Ich bleib mal gleich hier stehen. Oh, da sind sie schon. Ah, auf welchen schieße ich denn? Es sind so viele. Das war nix. Oben steht T67. Dann warte ich lieber erstmal einen Moment. Ja, der Hügel gehört natürlich auch wieder nicht uns. Ich hatte gestern, war das gestern? Ne, gestern habe ich ja angefangen aufzunehmen und habe dann aufgehört. Das muss vorgestern oder so gewesen sein. Hatte ich eine Runde. Da hatten beide Teams hier auf dieser Map eine Flagge. Und normalerweise, wenn das so ist wie jetzt, oder die Heavys fahren ja eigentlich immer den Hügel hoch, weil, na, man sagt ja, wer den Hügel hat, gewinnt. Und da sind, ist echt das komplette Team den Hügel hochgefahren. Und keiner war links, da wo jetzt die Jungs da hinten stehen. Und da sind wir so überrannt worden. Also es ist, manchmal ist es echt Wahnsinn, wie die Leute ticken. Also ich meine, ich kenne das ja auch von mir, ne? Ich mache ja auch manchmal echt Murks. Aber das war echt total die Grütze. Und naja, die Runde war, glaube ich, innerhalb von 3 Minuten oder so vorbei, weil alle echt da oben in der Ecke von uns standen, da wo jetzt der Hetzer, ne, sogar noch ein Stück weiter oben standen die. 14 von 15 und ich war mit dem Emil unterwegs und ich war irgendwo, keine Ahnung, hier vorne, weil ich ganz, ganz hinten gestartet bin. Das war bescheuert. Und ich habe noch versucht, irgendwie ein bisschen an meine Leute ranzukommen, um Support zu kriegen. Aber da waren die Cromwells, waren so schnell durch aus dem Gegnerteam. Dein Ernst? Mann, ey, nochmal einzielen. Und die haben mich dann so richtig schön auseinandergenommen. Zack, Freundchen. So, da wollen wir doch mal gucken. Da kommt der KV-1 als nächstes. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen nach hinten. So. Dann wollen wir mal gucken. Na gut, da sollte man den KV-1 nicht treffen. Da hat er Panzerung. Aber da könnte ich ihn treffen. Oh! Den treffe ich jetzt doch nicht. Doch nicht mit der Kanone. Und wieso geht er nicht auf? Aha. Soll ich mal einen Schuss wagen? Dahin? Ah. So, fahr ein Stück nach vorne, fahr ein Stück nach vorne, fahr noch ein Stück nach vorne. Ah, schon wieder da. Unterm Turm da. Ich wollte doch ganz woanders treffen. Ich wollte die Wanne treffen. Da wollte ich eigentlich treffen. Ah, jetzt fährt er wieder zurück. Ah, komm, noch ein Stück. Komm, du kleines Mäuschen. Fahr ein Stück nach vorne. Irgendwann haben wir mal 7 zu 5 geführt. Und auch der ging nicht durch. So, ich probiere jetzt noch einen Schuss und als nächsten lade ich hier die andere Munition. Das ist mir jetzt zu blöd hier. So, fahren wir mal ein Stück hier rüber. Vielleicht können wir hier von hier besser an den KV-1 ran.
Ja, es war so klar, es war so klar. Kleine Mistmale, aber auch so knapp, ne? Mann, Mann, Mann. Alter, dieser KV1 da, ne? Der nervt mich tierisch. Zumal der wahrscheinlich immer noch auf mich zielen wird. Ich habe jetzt aber keinen Bock rauszufahren. Wenn ich nochmal so eine Klatsche kriege, dann bin ich weg. Was macht denn unser KV1 da jetzt eigentlich? Der lässt sich da jetzt schön rausnehmen. Super Idee. Mann, Mann, Mann. Der hatte, die ganze Zeit bleibt er hinter dem Stein stehen, hat so eine coole Position eigentlich. Und das war's, du Idiot. Idiot. Das ist der Name Programm, glaube ich. Wie gesagt, er hat ja bis gerade eben echt nicht schlecht gespielt, ne? Aber das war doch total dumm. Das ist doch klar, dass da irgendwo TDs stehen und. Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich echt nicht. Jetzt fährt er raus. Sehr schön. So, aus dem Fahren trifft er mich nicht. Garantiert nicht. Oh, natürlich trifft er mich aus der Fahrt heraus. So, aber jetzt lade ich meine richtig gefährliche Munition. Wie schnell lädt er nach? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich muss jetzt. Haha, daneben geschossen, Freund. Ah, oh, natürlich, wieder den. Die fliegt doch im Bogen. Warum schießt der genau jetzt dahin, wo ich hinziele? Extra ein bisschen höher gehalten, damit der so im Bogen fliegt und nach unten. Aber das hat auch irgendwie nicht geklappt. Naja, gut. Also, ihr seht, ich soll mit dem IKV einfach nicht gewinnen. Mano. Das war schlecht. WN 8 ist okay aktuell. Gucken jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. 657, ne, jetzt nicht mehr so. Drei Spiele, drei Niederlagen. Ja, was soll man dazu sagen? So, ich guck mal eben kurz, wie weit ich hier bin. Ja, und ich habe eine gute Nachricht für euch. Das Leiden in dieser Folge hat ein Ende. Ich habe meine Zeit jetzt erreicht. Immer so die halbe Stunde, die ich hier anpeile. Und ja. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so lief und ich meine, die Runden an sich fand ich jetzt nicht so schlecht. Das Ergebnis war halt einfach nur Murks. Aber ich sag mal, ich fand sie jetzt für mich persönlich relativ okay. Hätte natürlich besser laufen können. Klar, man möchte auch irgendwann mal gewinnen, aber so ist das halt. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen und heute war es genau so. Und naja, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal für diese Folge raus. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat trotz der drei Klatschen hier am Ende in Folge ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.